Aber dazu erstmal kurz alle Lizenzen erwerben. Wo hatten die alle? Da, Duplikette. Oh, toll. Das kann jetzt wieder dauern. Und wieder 70 für jeden. Aber das lohnt sich. Ich sag's euch echt, das lohnt sich. Also das jetzt hier erwerben. Ich erklär's gleich. Aber eventuell könnt ihr euch ja schon mal vorstellen, was doppelt bedeutet. So, war noch. So, haben wir alle? Ja, wir haben alle. Gut. Und zwar müsst ihr jetzt einfach nur ein bisschen auf die TP gucken. Ich rüste es gleich mal aus. Und zwar haben wir jetzt TP mal 2. So, wir gehen jetzt einfach mal kurz zu Speicherkristall. So. Und ja, schauen wir mal Richtung Gießerebene. Da haben wir ja gleich den Teleportkristall. So. Und ja, wir heilen uns einfach mal so. So, schauen wir mal, wie viel TP haben wir? 4358 TP. Ja, und zwar heißt TP mal 2 dieses Doppel. Und zwar haben wir jetzt die Duplikette 3-mal. Wir könnten es jetzt bei jedem ausrüsten. Barsch hätte dann schon 4400 TP. Und das wäre fast so viel TP, wie man am Ende von dem ganzen Spiel benötigt. Und wir haben das jetzt schon. Das ist Hammer. Also ehrlich, ich kann's nur sagen, das ist übertrieben. Deswegen werden wir jetzt einfach mal die Duplikette bei Barsch und Wahn ausrüsten. Weil bei Fran brauchen wir noch den Reifen. Aber ehrlich, wer soll uns jetzt noch töten? Niemand, wir sind ja sowas von ausgerüstet. Hard Core. Also Epic Fail. Naja, auf jeden Fall gehen wir wieder zurück in den Salika-Wald und nehmen unsere alte Spur wieder auf. Aber schaut euch das mal an. 4300. Das ist geil. Das ist einfach nur herrlich. Und zwar, das bleibt permanent, ja? Also echt. Gut, wer hätte es erwartet, aber übel. Drei Dupliketten, drei Hina-Kragen haben wir jetzt, die wir zum... Also wir sind jetzt sowas von perfekt ausgerüstet. Einzigste, wo wir bald mal Sorgen haben könnten, wäre dann das Geld. Aber... Nein, Mundgeruch, verzieh dich! Aber... Keine Ahnung. Schaust mich so an? Ja, das Monster hat Mundgeruch eingesetzt. Das ist... schlimm. Ja. So. Oh, das ist wieder ein Schatz. 98 Kill. Ja, herzlichen Glückwunsch, ey. Das hat mir gerade noch gefehlt. So. Wir könnten mal im Inventar nur so, damit es ein bisschen schöner ausschaut, alles mal ordnen. Items, so, Waffen, gut, haben wir eigentlich, so, haben wir, so, und die Accessoires, auch ganz wichtig, so. Wichtiges können wir auch mal ein bisschen, naja, hat sogar schon, genau, weil wenn man die Fertigkeiten im Menü nicht sortiert, dann sind die dann, wenn man hier zum Beispiel auf Weiß mal gedrückt, einfach alle hier kreuz und quer, also wer hier unten jetzt Wiegler zum Beispiel, weil wir es das letzte Mal eingekauft haben, und das stört mich einfach, ich habe es einfach schön geordnet. So, jetzt müsst ihr dann zu dem Tor kommen und dann gleich über zur Fohnküste schreiten. So. Schön, schön, schön. Das ist ja wunderbar. Gut, für Fran brauchen wir das eigentlich eh nicht gehört. TP mal 2, weil Fran eh fast keinen Schaden einsteckt, weil ja eh nur Barsch und Wahn vorne sind und den Schaden bekommen. So, ich würde sagen, wir speichern kurz davor nochmal ab. Na los, so. Feuerkristall
Und dann können wir in neue Gebilde eintreten. Da sieht man schon, 40 Stunden, also 3, ja gut, 2 Stunden habe ich insgesamt verbraucht. Einfach mal da speichern, das ist ja nicht up to date. So. Elitejäger. Herrlich, herrlich. So, die Reservemitglieder brauche ich jetzt eigentlich nicht nachleveln, weil in naher Zukunft werden wir das auch, also werden wir die ganzen wieder aufpushen, also auch unsere normalen Mitglieder, und werde ich sie wieder auf gleiche Stufe bringen. So. Nein, tun wir nichts, nein, tun wir nichts. Haha. Eine Kakturine. So, was haben wir hier? Ein Schakal. 3100. Sieht schon ein wenig stärker aus. Quatsch. Oh, der hat viele Reflexe, so wie es scheint. Aber keine Durchschlagskraft. Hm. Naja. Achso, es kann ja nicht jeder stark sein. Wenn jetzt hier noch ein paar Freischen. Oh. Noch ein paar Schätze einsammeln, die wir so unterwegs mal finden. Eine High Potion. Schauen wir mal hier hinten in die Ecke. Werden sich auch ein paar aufhalten, also hier nicht. Da habe ich irgendwo einen Vogel gesehen da hinten, ja. Oh, er lebt immer noch. Was? Ein Pelz! Oh mein Gott, was haben wir da für eine fette Kröte? Eine Schmelke. Diese alte Sau. Machen wir erstmal diesen Piranha hier down. Wo auch total aussieht wie ein Piranha, also wirklich. So. Ein Wassermagnet im Augentreffen. Und wir werden mal diese Schmelke hier beseitigen. Batsch. Ja, genau. Von hinten greife ich sie an und sie pariert. Das ist so unlogisch. Wie hat die überhaupt? Oh. Natürlich greife ich auch noch mit Eis an, was sowas von fast gar keinen Schaden macht. Bam. Ja, Wasserblasen hat nicht mehr geklappt. Tut mir leid. 162 Kill. Gut, wir werden uns hier mal... Wow. Den widmen, ein Pyrolysk. Würde ich mal sagen. Gambit werden wir anders einrichten, und zwar auf Eisra. So. Dann werden wir dem auch ein bisschen mehr Schaden machen. Stirb, Hurensohn. Oh ja, 1000. Ja, ja, nicht schlecht. So. Muss gleich down, er haut schon wieder ab. Bam. So, ein Blitzmagnet, ein Steinchen. Herrlich. So, hier haben wir einen weiteren Schatz. So, was ist hier drin? Eine Pflegersplitter. Oh Mann. Okay, dann kümmern wir uns als erstes um den. Mein Gott. Aber wer ist konfus? Machen wir einen Riechsalz bitte. So. Angriff! Haha! So, beide besiegt. Ein weiteres Steinchen. Und dieses Piranha-Viech nehmen wir auch gleich mit. Bam! Was ich noch erwähnen soll in dieser Flohenküste, wo wir gerade sind, ist ein weiterer Schatz. Und das ist, glaube ich, der letzte Schatz, den wir nicht öffnen müssen, um die... dürfen, um die stärkste Waffe im Spiel zu bekommen. Also lasst die Pfoten davon. Ich werde dann später auch noch ein bisschen direkter werden, welche Kiste das genau ist. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt schalten hier noch die restlichen Monster aus. Wir haben noch 77 Kill, was allerdings nicht so wunderbar ist. So, gehen wir einfach mal schnurstracks voraus. Ich habe jetzt keinen Bock hier die ganzen Pyrolysks zu töten. Die nerven nämlich. Wie viel den geben die hier eigentlich für EP? Ah, 447. Hätten wir einen Hinterkragen an, würde das 800 pro Kopf machen. Ja, da kommt schon was zusammen. Au. Ja, C4. Ja, wie viel Schaden noch? Ja, ah, wir haben immerhin genug TP, muss ich sagen. So. Gehen wir ins nächste Gebiet.
So. Schön schaut's ja aus. Wenn mal diese Schmelke hier überraschen. Batsch! Na ja, toll. So viel Schaden war das jetzt auch doch nicht. Ich guck mir hier mal ein bisschen um, ob noch ein paar Schätze zu holen sind. In der Tat. Jawohl. Ein Eismagnet und ein... eine Schachtel Froscheier. Yeah. So, was haben wir dann hier? Ein Badu ist das hier. Klingt interessant. Okay, die besiegen wir einfach mal. Ich glaube, von denen bekommt man ein paar hübsche Federletze, genau, die wir gut verkaufen können. Was ist das denn hier? Oh, wo kommt der auf einmal her? So, zu wenig down. Kümmern wir uns um den hier. Boah, Bar steckt die da völlig aus. So. Boah, die geben aber viel MP. EP meine ich. Das ist geil. So, hier haben wir noch einen Schatz. Och, geil, ey. 76 Gil. Ju, da sehe ich gleich den nächsten Schatz und zwei Schakale. Quatsch. Warum, ey, Friendly trifft ja gar nichts mehr. Was ist denn los mit der? Einem Pelz, okay. Au. So. Einen weiteren Pelz. Sehr gut. 99 Kill. 99 Kill. 99 Kill. So. Oh Gott, drei Schakale auf einmal. Das klingt nicht gut. Ja, wir sind blocken alle. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, für Notfall haben wir ja genug Riechsalz dabei. Also von dem her. So. Dann, ist das mal unser Schatz hier, würde ich sagen. 166 Kill. Und wir gehen weiter in diese Richtung. Wo wir weitere Badus auffinden. Was mich auch irgendwie freut. Ich mag diese Viecher irgendwie. Bam! Aurora. Verstärkte Form von Aero. Aurora. Geht dann eben auf alle Gegner. Oder alle im Umkreis. So. Jetzt müssten wir beim Uahuka Cup sein. Wo wir weitere Badus auffinden. Watsche. Oh, oh, herrlich. Herrlich. Na komm, Kitzelscheiberei, ich stirb. Nein, du sollst auf den gehen. Bam. So. Ein Ariesstein. Was ist denn das für ein Ding? Oh, eine Mandragora. Komm her, komm her. Bam. Oh. Tut mir leid. Oh, Kopfstoß. Oh, süß. So, hier sind noch ein paar weitere Viecher. Pyrolysks. Oh, ne, jetzt bin ich noch Protoss, ey. Naja, ich bin jetzt zu faul, irgendwie einen Bann auf ihn zu zaubern. Die Sache hat sich eigentlich gleich. So. Dieses Gebiet ist nicht so groß. Ja, zumindest dieser Bereich hier. Nicht die ganze Fronküste, die ist schon eigentlich sehr groß. Oh Gott. Windows meldet sich wieder von irgendwelchen Meldungen hier. Quatsch. So. Tut mir leid.